Ja, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ich erfülle mal wieder einen Facebook-Wunsch mit Shen im Jungle. Nicht nur in Facebook wurde er sich letzte Zeit häufiger gewünscht, sondern auch in den Kommentaren habe ich ein paar Hinweise gelesen, dass ihr euch Shen wünscht. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, Shen aufzunehmen. Tatsächlich gab es ein paar Connection-Problems. Ein paar Spieler konnten nicht richtig am Spielgeschehen teilnehmen. Also ein paar Spieler aus der Community. Dann ist es wieder ein Community gegen den Rest der Welt. Und ich hoffe, dass jetzt alles glatt läuft. Denn ich möchte euch natürlich Shen so positiv präsentieren, wie er auch ist. Buddy, Bro Power, yeah Buddy. Also die Community ist auf jeden Fall mal wieder gut drauf. Und bei Shen verstehe ich eine Sache nicht. Die könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren erklären. Warum wurde er reworked? Er fühlt sich eigentlich total ähnlich an wie der alte Shen. Das Einzige, was wirklich also sehr, sehr anders ist, das ist, dass die Q damals Range hatte. Und da finde ich sogar, dass er in der Lane ein leichteres, ein besseres, ein sichereres Feeling gegeben hat, weil er einfach auf Entfernung immer mal wieder einen Minion snipen konnte oder auch immer wieder den Gegner ärgern konnte. Und außerdem hat er danach Leben regeneriert. Also gerade mit einem Sunfire Cape. Die Gegner waren ja markiert und er hat dann Leben regeneriert, wenn der markierte Gegner Schaden genommen hat. Also ich fand die Kombination sehr geil und ich fand das Kit auch sehr geil. Und Shen hat immer wieder funktioniert. Das war nie ein Champion, der irgendwo jetzt in der Versenkung verschwunden ist oder der irgendwie total der Außenseiter-Champion war. Also irgendwie nicht. Und total OP war er auch nicht. Also eigentlich war er in Ordnung und es gab Leute, die ihn geliebt haben. Ich denke, es gibt immer noch Leute unter euch, die vielleicht sogar den alten Shen vermissen. Obwohl ich sagen muss, der Spielstil, also es fühlt sich total ähnlich an. Und deshalb kann ich nur sagen, warum? Ich frage, warum Riot? Warum reworkt ihr fast alle Champions? Also ehrlich, bei Poppy zum Beispiel verstehe ich es. Poppy war ein absoluter Nischen-Champion und Riot wollte sie wieder so ein bisschen mehr auch ins Turniergeschehen mit einbinden. Und das hat ja auch funktioniert. Also Poppy ist jetzt eigentlich ziemlich super. Und wir haben sie, glaube ich, in der LCS jetzt in letzter Zeit aber auch wieder häufiger nicht gesehen. Obwohl ich auch gestehen muss, ich habe jetzt die letzte Woche LCS nicht geguckt. Also auf jeden Fall immer Graves und Quinn in der Toplane, das ist klar. Kog'Maw absolut strong. Aber Poppy? Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall war das Rework wirklich gut. Das Rework von Poppy war toll. Das Shen-Rework verstehe ich nicht ganz. Es gab viele Reworks. Darius fühlt sich auch total ähnlich an wie der alte Darius. Also teilweise könnte sich Riot vielleicht die Mühe bei solchen Sachen sparen und dann lieber ein Champion oder so mehr raushauen. Was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und jetzt hier zurück zum Gameplay. Und ich hoffe natürlich, dass dann auch der Wunsch zur Genüge erfüllt ist. Und ich hoffe, dass das Gameplay jetzt auch glatt läuft. Dass nicht wieder irgendwelche DCs bei den Gegnern oder bei uns da sind. Also das war jetzt heute echt einer der krassesten Tage, die ich je hatte. Wir hatten zweimal DCs bei uns. Wir hatten zweimal DCs bei den Gegnern. Also es ist jetzt insgesamt der fünfte Versuch, dass ich Shen aufnehme. Und wir hatten sogar die Games, wo die Gegner DCs hatten, hatten auch wir DCs. Also pff. Boah, ich weiß gar nicht, was heute los war, weiß ich nicht. Aber so ist halt League of Legends. Und hier gibt es, wow, richtig Rambazamba. Alter, die hat noch gar keine Leben verloren, die Cutter. Cutter, no Ignite. Hm, eigentlich war der Wunsch. Wow, hast du deinen Cage? Okay, immerhin hat sie keinen Flash mehr. Und sie hat ein bisschen kassiert, also ganz geil. Und Vega ist natürlich im Late Game ein Biest. Also ich denke mal, da kann er schon eine Katarina runterbursten. Gerade weil seine Ulti auch 80% der gegnerischen AP mitnimmt als Skalierung. Was auch total verrückt ist eigentlich. Aber gerade mit meinem Taunt, also mit ein bisschen gekoppelten CC. Wen haben wir noch für CC? Oh ja, Leona. Sweet. Leona, wir haben Varus. Also jeder von unseren Champions hat irgendeine Form von CC. Und jeder von unseren Champions, wenn ich gerade mal so gucke, hat harten CC. Also ein Stun oder sogar ein Grab, Darius. Poppy Top und Poppy No Ignite. Wie No, Akata No Ignite, genau. Poppy ist ja der Jungler. Ja, 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 Poppy gibt's. Poppy ist stark. Poppy ist ein cooles Rework auf jeden Fall geworden. Und das freut mich auch. Ich habe die alte Poppy zwar auch gemocht, aber die neue ist auch gut. Und wenn man sie gut beherrscht und mit ihrer Ulti gut umgehen kann, dann ist sie wirklich sehr, sehr stark. So, in 3 Sekunden habe ich mein Schild wieder. Das macht zum Beispiel Shen auch ganz stark und das lässt ihn gut durch den Jungle kommen. Okay, ich gehe jetzt erstmal zurück. Die Q skill ich insgesamt hoch. Die E als zweites. Die W bringt mir halt einfach nur
einen kürzeren Cooldown für die Fähigkeit. Die E ist halt ganz schön, die macht Schaden in Abhängigkeit zu den eigenen maximalen Leben, also auch, dass die Skalierung mit maximalen Leben funktioniert und oder mit Bonus-HP, also eins von beidem. Aber das haben sie anscheinend ein bisschen verbessert. Und da funktioniert er auch wiederum, dass man ihn wirklich sehr, sehr tanky bauen kann und er dann aber auch entsprechend genug Schaden macht. Einmal, weil er hier, also das ist die Q, wo Abhängigkeit zu gegnerischen Leben ist. Dann in dem Schild habt ihr eure eigenen Leben, in der E habt ihr auch eure eigenen Leben. Also viel Skalierung mit Leben. Und sogar wenn die Gegner jetzt einen Tank haben, dann hat Shen eine gute Chance, den auch mal so ein bisschen runterzufetzen hier mit seiner Q. Also so ganz raus habe ich noch nicht, was das sollte, aber wie gesagt, da könnt ihr mir das in den Kommentaren mal ein bisschen aufklären oder ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, denn ich glaube, es gibt noch einige auch in der Community, die sich auch manchmal wundern, warum reworkt Riot bestimmte Champions? Ist das immer nötig? Und da können wir mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Okay, First Blood, yeah, für unser Team. Sweet. Und schon passiert was. Botlane ist komplett down. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Oh, der ist low. Nein. Nein. Ein Auto-Attack. Varus sagt, er hat einen kleinen Fehler gemacht. Hat Vega gerade Cat? Yo, Vega hat Katarina gekillt. Wie lange brauchst du noch, mein Freund? Yes! Keijo hat getroffen! Boom! Da hat Vega gleich den zweiten Kill. Und gerade wenn ein Late-Game-Champion im Early schon seine Kills bekommt, dann hat er halt auch schneller sein Late-Game. Easy. 1 und 1 macht 2. So einfach ist League of Legends manchmal. Und Katarina wollte sich hier noch Vega wegschnappen. Haha, was hat er jetzt? Yo, needlessly large rot. Das ist, glaube ich, ziemlich stark und ziemlich eklig, auch jetzt gleich für die Katarina. Ja, schön, schön. Man muss auch manchmal genau den Richtigen helfen. Obwohl ich sagen muss, Vega hat ja mir geholfen. Aber ich drehe einfach mal den Spieß um. Sagen wir einfach mal, ich habe gerade Vega geholfen, einen Kill zu bekommen. Okay, ab zum Red Buff. Ja, die will hier ran. Sie ist Level 6. Bam, Vega ist Level 7. 127 AP. Ich brauche jetzt auch meinen Level 6, denn das war eigentlich der Wunsch, den ich in den Kommentaren gelesen habe, dass ich Shen einfach möglichst lange jungle, sodass ich sein Level 6 halt schnell erreiche und dann eben mit der Ulti schnell helfe. Aber das ist eben bei Shen so. Das war beim Alten so, das ist beim Neuen so. Dieser Champion braucht ein bisschen von seinem Summoner, von seinem Führer, ein bisschen Map-Awareness. Und egal, ob ihr ihn in der Top-Lane spielt oder eben auch im Jungle oder ihr könnt ihn auch in der Bot-Lane als Supporter spielen, ihr müsst einfach immer gucken, wo kann ich jemandem helfen, wo kann ich einen Trade vielleicht für das eigene Team entscheiden und vor allen Dingen, wo kann ich einen eigenen Mate schützen und ihm das Leben retten. Denn das kann Shen. Also da ist die Ulti wirklich geil und ziemlich einzigartig und macht ihn auch zu einem coolen Split-Pusher. So war es zumindest früher. Also früher wurde er gerne auch mal im Pro-Bereich dann als Split-Pusher eingesetzt. Komm! Bumm! What? What? Ey, sie ist genau im richtigen Moment weggesprungen. Ich dachte, ich hab sie schon. Aber immerhin hat sie Darius nicht getötet. Und ich habe ihm den Allerwertesten gerettet. Also hey, was habe ich gerade erzählt? Genau das soll man mit Shen machen. Sonst gäbe es hier einen Kill gerade für die Gegner. Sie hat noch Ult. Hm. Das Coole ist, wenn ihr die Q schon relativ weit hochgeskillt habt, dass auch die Abklingzeit ziemlich gering ist. Und dadurch habt ihr fast permanent diese prozentuellen Auto-Attacks. Jetzt haben wir 5,8 Sekunden, aber es geht echt schnell. Also es fühlt sich im Jungle eigentlich ziemlich gut an. Ich habe Shen, also bis auf heute, noch nicht viel im Jungle gespielt. Aber ich muss sagen, durch den Jungle kommt er okay. Also es passt. Dadurch, dass er Auto-Attacks blocken kann, dadurch, dass er sein Schild hat, dadurch, dass er prozentuellen Schaden macht. Also er kommt gut durch. Auf jeden Fall gibt es für mich jetzt hier Cinderhulk. Oder was ich eigentlich gewünscht wurde, war auch Devorah.
Puh, aber Devorah ist schwierig. Also ich würde jetzt gerne erstmal Shen so präsentieren, wie ich ihn jetzt selber gerade einschätze, also wie er gebaut werden sollte. Damit auch wenn einige von euch vielleicht noch unsicher sind, was mache ich jetzt mit dem neuen Shen, dass man da vielleicht so ein bisschen auch helfen kann. Und natürlich könnt ihr auch hier in den Kommentaren helfen. Erzählt doch mal ein bisschen was, schreibt ein bisschen was. Wie würdet ihr Shen am ehesten skillen? Wie würdet ihr ihn am ehesten bauen? Welche Routen würdet ihr im Jungle bevorzugen? Kann man mit ihm auch schön counter-jungeln? Wann sollte man mit ihm ganken? Also vielleicht, wenn man da so ein bisschen Hilfe schafft. Oder einfach einen Link. Es gibt ja immer noch von MobaFire die tollen Guides. Und auch da kann man natürlich gucken. Also jeder von euch zu jedem Champion. Wenn er jetzt irgendeine Frage hat, dann guckt doch mal einfach in den Guides von MobaFire. Und dort findet ihr immer ein bisschen Hilfe. Und da sind ja auch Summoner wie ihr, wie ich, die einfach mal ein bisschen was schreiben zum Thema League of Legends und eigentlich jeden Champion auch immer ganz schön beschreiben. Also die Guides helfen mir auf jeden Fall auch sehr gut. Yeah, Vega rasiert, Darius rasiert. Wie sieht's da aus? 3-0, 4-0 Darius, wow. Und ich dachte, der Vega wäre schon stark. Okay, ich komme jetzt ran. Na, ich gehe mal stark davon aus, diesen Tod. Yo! Ich hab beide getauntet! Und? Ne. Varus hat gleich seine Ulti. Es dauert nicht mehr lange! Jetzt hat er sie. Zündet er sie? Nein. Oh, er ist tot, oder? Yo! Er ist tot! Ich muss weg. So, Gegner nochmal ganz kurz. Ach was. Das hat Poppy geil gemacht. Die arme Fiora, du counterst sie auch übel. Also ich hatte beide mit meinem Taunt erwischt. Oh oh. Hilfe! Oh! Hilfe! Hilfe! Ich versuche wegzukommen. Oh mein Gott. Und wenn ich in Sicherheit wäre, ich hätte sogar noch im Notfall die kleine Leona hier schilden können. Okay, ich habe auf jeden Fall meinen Cinderhulk, also ein paar mehr Leben. Und die brauche ich definitiv. 15 Bonus Health, die ich noch zusätzlich kriege. Passiv durch meine zusätzlichen Tanky-Items. Und ich liebe Tanks. Die meine Videos ja schon länger gucken, die wissen das. Ich liebe Tanks und ich liebe vor allen Dingen auch Vamox und Vamox in Kombination mit einem schönen Tank. Mua. Sexy. Okay, ich habe meine Ulti. Jetzt könnte ich eigentlich total entspannt jungeln oder halt, ja, Split pushen ist jetzt noch nicht so leicht, weil einfach noch kein Tower gefallen ist. Auf unserer Seite ist schon Tower gefallen. Das ist nicht so schön. Okay, die hat richtig Probleme, die kleine Fiora. Katharina hat auch richtig. Nein! Okay, die ist weg. Boom! Vega Power! Ich habe keinen Taunt. 4 Sekunden. Alter. Vega müsste ich auch mal wieder spielen. Den habe ich früher super gerne gespielt. Dann wurde er wieder ein bisschen genervt. Dann habe ich ihn wieder nicht gespielt. Aber eigentlich zerfetzt er im Late Game schon ziemlich brutal. Und gerade mit meinem Taunt und seinem Cage haben wir schon eine fette Masse an CC. Yo! Ein Execute! Spielt's ja. Oh, der letzte. Hätte ich ihn doch mal geultit. Ah. Ja, Jinx Ulti. Das habe ich wirklich schon wieder ausgewichen. Okay. Sehr geil. Sehr geil gemacht. Oh, die Leona macht alles richtig. Aber auch Poppy macht vieles richtig. Okay, aber Varus ist auf jeden Fall geschützt. Und ich hole mir jetzt nochmal den zweiten Red Buff, beziehungsweise refreshe dann einfach nur meinen.
Obwohl ich den Red Buff auch an Varus geben könnte, aber der ist jetzt gerade weg. Und danach sollte es eigentlich mal einen Blue Buff für Vega geben. Hat er sich definitiv verdient oder steht 3-1-1, hat Rabidons. Ich habe keine Ulti, Vega, dann bist du auf dich alleine gestellt. Aber gehen wir jetzt einfach mal Richtung Blue Buff. Bei den Gegnern, wer braucht da den Blue Buff? Na, Poppy noch eher als Cutter, was bei Cutter aber ganz schön ist. Die bekommt natürlich trotzdem Cooldown Reduction. Ein kleiner Blue für dich, Vega. Gefällig. Will er nicht. Will er nicht? Der will rasieren. Ja, mit Rabidons kann er das. Wie viel AP hat er denn? 300. Das bei Minute 15. Vega ist auch so ein einzigartiger Champion. Wow, der Cage! Nein! Yes! Boom! Oh, da habe ich meinen Supporty bekommen. Oh, 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 oh. Das wird nichts. Vega denkt genauso wie ich. Einfach mal den längeren Weg nehmen. Komm schon, haben wir. Haben wir. Yes! Und ich bin tanky genug, dass ich diven konnte. Auto-Attacks von Towern werden übrigens nicht mit der W geblockt. Also die Tower-Attacks. Nicht, dass ihr euch da wundert. Also einmal, ihr braucht die W nicht extra zünden, wenn ihr divet. Außer natürlich der Gegner greift euch an, das ist klar. Aber ansonsten braucht ihr, wenn jetzt nur noch der Tower euch angreift, nicht unbedingt eure W aktivieren. Gut, Trinket ist verbessert. Ich baue jetzt Richtung Warmox. Ich habe es ja gerade erklärt, das ist mein Lieblingsitem. Und ich gucke jetzt mal. Ne Botlane. Fiora ist schnell. Fiora ist schnell, hat den Slow getroffen. Leona wird weggeknackt. Oh, das ist bitter. Das ist ganz, ganz bitter. Das hat Poppy super gemacht. Mir gefällt das total gut, wie Poppy gerade spielt. Und da kriegt man auch, kennt ihr das, wenn man jemanden sieht, der irgendwie ganz cool gerade spielt, in so einem Game von sich, dass man dann einfach auch Bock hat auf den Champion? Anstrengend für mich. Was hat Varus? 3, 4, ja. Ist trotzdem schwierig, wenn natürlich viele Leute auf ihn drauf wollen. Darius carried, das wird er definitiv mit 6-1. Er macht einen super Job. Oh, kein Ward war hier drin. Hätte ich jetzt gedacht, weil die Soraka so ein bisschen zurückgegangen ist. Ich one-shot jeden. Was baut er? Nicht bekommen. Ich wollte nicht extra hinterher flashen. Das wäre mir so ein kleiner Waste. Weil ich mir einfach nicht sicher war, das Team wäre jetzt auch nicht unbedingt hinterhergekommen, ob wir sie dann gekillt hätten. Tja, aber Vega. Die beiden. Ey, das ist aber eine böse Kombination. Vega und Darius, beide gefeedet. Der eine Nahkampf-Tank, der andere Fernkämpfer-Mage. Also die Gegner können sich nicht mal darauf einstellen, ob sie jetzt viel Rüstung bauen oder viel Magieresistenz. Beides ist bitter. Sehr, sehr bitter. Na, und das sieht doch gut aus. Bumm! Boah, fast das ganze Team wurde da weggestunt von Soraka. Der Vega. Das Team kam nicht hinterher. Das Team kam nicht hinterher. Flash taunt. Also so eine. Das ist so eine. Unglaublich. Unglaublich. Ey, wir nehmen die so geil, Maß und Heal OP, das Schild plus der Heal, wie viel schilde ich? 250 auf einer AP-Skalierung,
Oh mein Gott, das ist jetzt sowas von greedy, ne? Da könnte jetzt so eine Katarina fast schon reinspringen, aber die Gegner haben keine Sicht. Und raus. Zack, was kann ich mir leisten? Oh yeah, mein Vamox. Vamox ist so geil, besonders wenn ihr raus seid ganz kurz aus einem Fight. Ihr müsst dann nicht mal zurück zur Base, sondern ihr seid einfach kurz raus. Deathman's Plate ist auch ganz cool. Ihr geht kurz raus aus dem Fight. Hier, wenn ihr 5 Sekunden raus seid, ne, 8 Sekunden, genau, 8 Sekunden lang keinen Schaden genommen habt, dann regeneriert ihr alle 5 Sekunden 486 Leben. Auch wieder abhängig von euren maximalen Leben. Und das war's. Die Gegner surrendern. 20 zu 6, wir haben sie zerstört. Ich hoffe, dass das Gameplay euch jetzt gefallen hat. Schade, dass es ein 20 Minutes Surrender ist. Ich hätte es gerne länger gespielt, aber wir hatten davor so viele DCs und so weiter. Shen im Jungle. Er funktioniert. Warum wurde er reworked? Ihr schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.